Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Go Super Mario Galaxy 2H, wo wir in der Zwischenzeit das ominöse L gefunden haben, nämlich, so einen Namen hier reintun, Mario verabschiedet sich dann freundlich und dann, zack, sind wir Luigi. Und jetzt ist alles grün, Alter, wir sind endlich Hulk. Und das ist fantastisch, ich freue mich richtig drauf, weil wie gesagt, das ist für mich jetzt alles komplett blind und neu und ganz fantastisch. Also es kann gut sein, dass ich davon mal in irgendeinem Video mal irgendwo einen Stern gesehen habe oder so, vor langer, langer Zeit, aber selbst gespielt habe ich es noch nie. Und große Erinnerungen daran, an irgendwelche eventuellen Videos habe ich selbst auch gar nicht. Also, das ist ja toll, einfach nummeriert. Grundsterne 1 bis 3. Toll. Sehr kreativ. Da muss man ja wahrscheinlich jetzt auch genau aufpassen, weil da sieht man in den kleinen Videos, sieht man vermutlich sogar schon Sachen immer. Das wird fantastisch. Aber ich bin so gespannt. Vor allem, also ich habe die Laufgeschwindigkeit und die Sprunghöhe von Luigi in der Zwischenzeit mal getestet. Sondern Unold hat all unsere Powersterne entwendet. Du wirst den Unold, also, ja, die ganzen Dialoge kommen jetzt bitte nicht nochmal. Das hatten wir schon. Also die Cool. Während natürlich das Bild wieder hängt. Ach komm schon. Teile der Animation leider rausgeschnitten, aber ich denke mal, wir werden die schon noch das eine oder andere Mal sehen. Also passt dann so. So läuft das jetzt. Die Dinger sind scheinbar überall verstreut und so und zerstreut und es wird ganz fantastisch. Also ich rechne jetzt mit dem Allertollsten. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob wir jetzt einfach Galaxie für Galaxie abklappern. Das werden wir dann wahrscheinlich sehen. Ich denke mal. Ja, so wie sich das gerade richtig anfühlt. Ich gehe mal davon aus, dass einige davon auch dermaßen kurz sind, dass. Gut, das wird natürlich dann jetzt schwierig, wenn man jedes Mal. Das Schlimme an dieser Kometen-Animation ist, dass man sie nicht überspringen kann. Das heißt, die müssen wir dann jetzt wirklich jedes einzelne Mal angucken. Und wir haben keine andere Wahl, als das zu tun. Das wird vermutlich irgendwann, weil es sind ja auch 120 Stück, das wird vermutlich irgendwann so nach dem 50. Mal noch etwas nervig, aber. Ne, wir werden schon sehen. Das kann ich auch nicht überspringen. Ja, sehr gut. Das passiert jetzt jedes Mal. Okay, ich wünsche mir sehr, sehr schnell hiermit fertig zu sein. Müssen wir jetzt auch jede einzelne Röhre nochmal angucken? Wichtig sind, habe ich mir sagen lassen, ganz, ganz wichtig sind die Geräusche. Auf die müssen wir achten, weil die glitzern ja so. Also die machen ja hier Twinkle Twinkle im Grunde genommen, so ein kleines bisschen. Und da soll man wohl ganz dringend drauf achten. Da ist eine Yoshi-Tür, die habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Nur natürlich dann auch aufpassen, dass wir nicht den nochmal, also dass wir nicht auf die falsche Fährte geraten von einem Stellen, den wir eigentlich schon mal hatten. Also das ist dann quasi, weißt du, das dürfen wir quasi nicht machen. Ich hoffe jetzt mal einfach, ja. Ich lese das jetzt alles nicht nochmal vor, was hier so passiert, ne? Das haben wir alle schon mal. Die Story des Spiels kennen wir ja mittlerweile zu Genüge. Was wollt ihr jetzt gerade sagen? Irgendwas wollt ihr sagen. Dass wir nicht auf eine falsche Fährte gelockt werden von einem Stern, den wir schon haben. Also, Das wäre natürlich quasi im Grunde genommen fatal. Für so Experten wie mich. Wo ist immer so? Ist natürlich jetzt dann schon von Vorteil, dass man die ganzen Starbits jetzt dann nochmal einsammeln kann. Und eigentlich auch ganz nett, dass man jetzt dann im Grunde genommen zurück zu den ganzen alten Galaxien nochmal kann, nachdem man die ganzen Schweren hier schon mal geschafft hat. Das ist gar nicht mal so unangenehm, ehrlich gesagt, weil ich sag mal, so ein kleines bisschen gefühlter Urlaub in einer Zeit, in der man gerade aus in der man aus Motion Controls kommt und die Motion Control Galaxien werden auch grüne Sterne haben und das wird eine Katastrophe. Ich höre etwas. Ich höre etwas, aber ich sehe keine Schatten. Hier unten vielleicht? Wo? Das ist natürlich jetzt doof. Ich meine, im Grunde genommen, das ist nicht darauf hinaus, sondern dass es spielerisch irgendwie doof ist. Das ist natürlich. Für das mich jetzt irgendwo hin? Kann sowas sein? Dass die Dinger plötzlich. Dass das plötzlich der Sinn dieser Dinger ist? Nein. Jetzt gibt mir nur extra Leben. Weiterhin, okay. Schon, dass der Checkpoint jetzt auch grün ist, weil wir haben ja mit Luigi geholt. Ich rechne jetzt übrigens, ich hatte es in der letzten Episode schon kurz angeschnitten, ich rechne nicht damit, dass ich die jetzt alle blind finden werde. Deswegen, sollten da irgendwelche Guides zu Rate genommen werden. Werden wir das wohl so hinnehmen müssen? Ich glaube, das Glitzern wird laut. Ach, da, Moment, da ist er. Der ist jetzt hier hinter. Ja, das ist aber schwierig zu sehen das ist jetzt einfach über einer Bottomless Pit. Also da sehen wir jetzt auf jeden Fall auch schon mal, in welche Richtung das gehen wird. Ja, aber gut, das ist jetzt Gott sei Dank nicht sonderlich weit weg von einem Savepoint, von einem Checkpoint, deswegen geht das. Komm ich hier hoch? Werde ich es schaffen, hier hochzukommen? Wahrscheinlich nicht. Toll, super. Das heißt, ich muss jetzt jedes... Das für so gut heißen soll... Also, was ich gerade irgendwann schon mal angefangen habe, ich habe mir die Lauf- und Schwung- und so weiter Physik von Luigi schon mal ein kleines bisschen angeschaut. Ich bin eigentlich überrascht, also ich hatte eigentlich erwartet, dass der Unterschied größer ist. Das ist... schwierig zu weilen quasi, weil... Woher soll ich jetzt wissen, wo der ist? Aha, Gott sei Dank.
Also die jetzt einfach so über die Löcher da zu packen, ja, ich hoffe, dass das nicht zu häufig passiert. Wenn es ab und an mal ist, dann ist es von mir aus noch in Ordnung, aber wenn es zu häufig ist, gerade weil die Tiefenwahrnehmung an solchen Stellen natürlich schwierig ist. Wenn ich genau sehen würde, im 2D-Sidescroller wird man natürlich haargenau sehen, wo jetzt da das Loch ist, wo der Stern etc. pp. Das ist aber hier manchmal nicht ganz so einfach. In dem Fall zum Beispiel war es das für mich nicht. Ist aber auch egal. Ich werde jetzt einfach mal, bevor wir den dritten holen, gehen wir uns mal noch eine andere Galaxie angucken. Aber eigentlich könnten wir die jetzt auch direkt abschließen, ne? Ich meine, die gehen ja relativ schnell. Die Frage ist nur, wo hätte da noch einer sein können? Wobei wir ja auch die komplette Galaxie noch nicht gemacht haben. Wir gehen wahrscheinlich gleich nochmal zurück. Also, die Unterschiede sind gar nicht so groß, finde ich, von der Steuerung her. Wobei ich zufrieden bin über die sehr, sehr andere Optik des Spiels. Das ist alles... Ach, guck da. Ja, den sehe sogar ich. Das ist jetzt alles nicht... Dadurch, dass das so groß anders aussieht, fühlt es sich natürlich dann irgendwie auch anders an. Also, schon ziemlich cool. Und überhaupt eigentlich auch nochmal mit Luigi da ein leicht anderes Gefühl reinzukriegen, ist jetzt, finde ich persönlich, jetzt nicht so verkehrt. Die Idee fand ich ja von Anfang an ziemlich cool, habe ich ja von Anfang an gesagt, und deswegen, kam übrigens nicht von mir, das hatte ich dazu gesagt, dass das nicht meine Idee war, oder? Die kam von außerhalb. Mr. Kamek kommt übrigens auch von außerhalb, und deswegen wird er jetzt einfach ignoriert, wenn wir das so machen, weil wir sind natürlich nicht gastfreundlich. Wobei, ich kann den gar nicht ignorieren, weil ich muss ja da oben auf den Berg, ne? Ich muss da oben auf den Berg. Ach, komm schon. Jetzt stell dir mal, nein, so. Tschö. Gib mir mein Tier. Gib mir mein Haustier. Das passenderweise übrigens auch grün ist. Hoffentlich hört er auf mich, weil ich bin ja jetzt nicht mehr Mario Inkton. Er hört auf mich. Haben wir ja nochmal Glück gehabt. Er ist ja wohl nicht sonderlich anspruchsvoll. Also hier grüne Sterne. Das ist natürlich jetzt dann auch... Wir hatten ja schon ein paar Stellen gehabt, bei denen man irgendwie vermuten konnte, dass das ja eventuell mal irgendwann in diese Richtung geht. Dass da eventuell ein grüner Stern ist. Aber ich wusste gar nicht, dass ich diesen komischen Drehsprung-Dingsbums da auch, also hier diesen, wie auch immer man das nennt, hier Rückwärtssalto-Typ, dass man den auch mit Yoshi machen kann. Da war ich mir nicht drüber bewusst, aber haben wir ja wieder was Tolles Neues gelernt. Also das einige Stellen, bei denen wir ja beim ersten Mal schon den Eindruck hatten, dass da eventuell Sachen versteckt wären, dass wir die jetzt eine Möglichkeit uns wieder ins Gedächtnis zurückrufen werden, um dann nicht dran vorbeizulaufen. Versuch jetzt einfach mal, wir versuchen jetzt erstmal die Galaxie abzuschließen. Damit wir eine schon mal fertig haben, wissen, wie das aussieht. Aber gut, wir haben auch in so ziemlich jeder einzelnen Galaxie eine Kometenmünze gefunden. Da werden drei grüne Sterne ja wohl eigentlich ein Klacks sein. Sagt er und wird vermutlich zugrunde gehen. Natürlich, das ist klar. Logischerweise. Alle guten Dinge sind drei. Deswegen gibt es natürlich in den... Moment. Ach, das ist ein ganz anderer Stern. Da habe ich es gerade glitzern gehört. Das heißt, es war vermutlich da in der Nähe. Also haben die das dann auch so gemacht, dass man nicht jedes Mal den ersten Stern... Sehr gut. Das ist gut, weil wenn das jetzt jedes Mal exakt derselbe Start in exakt derselben Galaxie mit exakt demselben Aufbau wäre, das wäre natürlich doof. Wenn das jetzt mehrere verschiedene Aufbau quasi sind, umso besser. Ich freue mich richtig. Dadurch, dass das wirklich was komplett Neues ist für mich, bin ich da wirklich sehr gespannt drauf. Das wird cool. Hoffe ich. Mal gucken, wie lange ich das noch sage. Vermutlich nicht mehr so lange. Ja, ich weiß, was ich tun muss. Ich habe bereits 120 Sterne gesagt. Ich meine, gut, die hätten ja im Grunde genommen, mehr sogar, 123 mittlerweile, wa? Die hätten ja im Grunde genommen eigentlich wirklich dahergehen können und solche Tutorials dann ausschalten können, oder? Wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht war es zu viel Aufwand. Ich habe auch keine Ahnung davon. Also, ja, ich weiß, wo du bist. Guten Tag. Erzähl mir lustige Geschichten. Das ist das, was jetzt gerade passiert ist, ist, glaube ich, das größte Problem, das ich mit Luigi haben werde. Nämlich dieses Schlittern. Wenn Luigi läuft und ich dann stehen bleibe, dann schlittert der einmal so leicht. So, dieses Momentum, was da noch ist, wenn man eigentlich stehen bliebe, das stelle ich mir als das größte Problem vor. Ich höre es glitzern. Das Glitzern wird lauter, also muss das irgendwo hier sein. Ist das der grüne Stern? Das ist der grüne Stern, das heißt, da müssen wir hin. Also einmal ans Ende dieses ganzen Dings, ja. Oh, das wird interessant. Vor allem allerdings wird vermutlich auch Luigi, das darf man dabei ja nicht vergessen, auch durchaus Vorteile haben. Dadurch, dass er häufiger mal, oder eigentlich immer, höher springt als Mario. Also das wird natürlich dann auch in gewissen Situationen sicherlich helfen. Muss ich hier hin? Ich habe keine verdammte Ahnung. Also diese hohen Sprünge da, die werden mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal uns einen Gefallen tun. Gerade wenn da irgendwelche Sterne hoch versteckt sind und so. Ist sicherlich nicht das verkehrteste Feature, das man haben kann. Sagen wir es mal so. Ich hab's ja gerade schon wieder glitzern gehört. Da muss man wirklich drauf aufpassen. Das heißt, ich werde...
Vermutlich auch das eine oder andere Mal still sein, aber das, das kann ja nur von Vorteil sein, nicht wahr? Moment, hier ist er doch. Das war die Stelle hier. Ja, ja, da ist er. Da ist nur noch... So, sehr schön. Hör mal, die erste Galaxie komplett abgeschlossen. Ich freue mich. Es gibt so viel neues Tempo, weil es geht ja auch relativ schnell bis hierhin. Überleg mal, wir haben, keine Ahnung, knapp 10 Minuten und wir haben schon 5 Sterne. Da freue ich mich drauf. Das ist wirklich, das ist wirklich eine Sache, auf die ich mich schon länger gefreut habe im Rahmen dieses Playthroughs. Also, ziemlich cool. Das wird's, nee, 4 Sterne waren es, nicht 5. Aber dafür kriegen wir jetzt eine goldene Krone. Ist das nicht geil? Hör mal, unsere silbernen Kronen werden ausgetauscht durch goldene Kronen. Daran merkst du, yo, wir haben es endlich erreicht. Wir haben alles erreicht, was wir jemals haben wollen. Die ist jetzt komplett fertig. Ja, die ist komplett fertig. Geile Scheiße. Ich denke mal, wir bleiben jetzt einfach mal größtenteils in der Reihenfolge. Zumindest solange wir nicht irgendwie hängen bleiben. Oder? Ich denke schon, ja. Ich denke schon. Für den Moment zumindest. Dass man das nicht überspringen kann, ist wirklich ziemlich dämlich. Aber... Oder rege ich mich jetzt mal beim ersten Grünstern-Video schon drüber auf? Ja, ich werde noch viel leiden. Aber gut. Aber ja, dann auch nicht anders verdient, ne? Das habe ich dann ganz und gar nicht anders verdient. Ich weiß zwar gerade aus dem Kopf nicht womit, aber ich bin mir sicher, diese Gründe werden mir genannt werden. Also, weiter geht's. Nein, aua. Schön übrigens, dass man natürlich dabei, da muss man jetzt drauf achten, auch die ganze Zeit weiter Starbits sammeln kann, ne? Also das ist natürlich auch nicht... Danke, Arschkrampe. Das ist natürlich dabei jetzt auch nicht unwichtig. Das ist dabei jetzt auch nicht unwichtig, weil wir brauchen ja noch ganz viele. Aber ich glaube, wir werden am Ende des Videos, ich hoffe, ich denke dran, wenn wir 3000 voll haben. Also, ich meine, dadurch, dass man jetzt diese komplette zweite Kampagne im Grunde genommen noch hat, mit den Grünsternen. Natürlich geht der Typ in die andere Richtung. Ich warte jetzt mal einfach darauf, dass der hierhin zurückkommt. Pass mal auf, ich warte jetzt da. Der kommt nicht zurück, ne? Nein, Papa ist Kippen holen und wird nie wieder zurückkommen. Das ist sehr, sehr schade für mich, aber dafür. Dafür haben wir ein neues, tolles Haustier. Mama, darf ich den behalten, bitte? Ich möchte den so gerne behalten. Guck, der ist doch unser Freund, Mama. Nein, das habe ich als Kind nicht getan. Wer wird mir das jetzt glauben? Keiner. Ganz einfach. Keiner. Immer wenn ich so keiner sage, mal zweimal hintereinander, muss ich immer an Birdie Fuchs denken. Dieses wunderbare Lied. Damals, als Stefan Raab noch nicht für TV Total bekannt war, sondern... Ja, im Grunde genommen ein junger, aufstrebender Viva-Moderator. Da hat er Birdie Fuchs gesungen. Kennt man das Lied heutzutage überhaupt? Jetzt mal unscheiß, kennt man das überhaupt noch? Was muss ich machen? Also ich muss das wegziehen, ne? Da hat er Birdie Fuchs gesungen, weil damals Bertie Fuchs Bundestrainer war. Und für die Leute, die Bertie Fuchs womöglich nicht kennen, er ist unabhängig vom Fußball ein sehr, sehr... also ich sage mal ein Medien... Ein etwas un... Wie sage ich das jetzt? also ich sag mal, der konnte nicht sonderlich gut mit den Medien umgehen, sagen wir mal so. Der war etwas, sagen wir einfach uncharismatisch. Sagen wir es einfach mal so. Er war etwas uncharismatisch und gerade bei Pressekonferenzen etc. pp. Etwas unbeholfen dadurch auch. Und Stefan Raab, ich weiß nicht, war das damals überhaupt sein erster großer Hit? Oder kam da noch irgendwas vor? Ich meine, das war damals sein erster großer musikalischer Hit. Also... Das war schon eine tolle Zeit, das ist mal, aber so lange kenne ich den Typ schon, natürlich persönlich, logischerweise, weil wenn man den Typ einmal im Fernsehen gesehen hat, kennt man ihn logischerweise. Ist ja ganz klar. Weil es wäre ja vermessen, das irgendwie anders zu sehen. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob ich hier einmal komplett rumgehen sollte. Moment, hier war ich, okay, also bin ich jetzt einmal im Kreis, okay. Weil man muss ja jetzt die Augen aufhalten nach grünen Sternen. Natürlich jetzt die Frage, auch immer darauf achten, vielleicht geht man schon an einer Stelle irgendwie vorbei. Wobei, wenn ich dran vorbeigehe, dann ist es mir wahrscheinlich nicht aufgefallen, dann bringt es mir auch nicht, wenn ich drauf achte. Also, vielleicht nachträglich, rückblickend quasi. Kommt hier noch was? Oder kommt jetzt hier direkt der Boss? Da müsste ich ja was Grundlegendes übersehen haben. Das wäre schade für mich. Aber währenddessen und stattdessen Starbits. So, da muss man auch definitiv mit zufrieden sein. Definitiv quasi. Ach, es geht hier noch weiter. Ah, hier ist bestimmt irgendwas versteckt. Da oben ist ein grüner Stern, tatsächlich. Das muss ich einmal komplett hoch. Aber das ist natürlich eigentlich ganz cool, auch manchmal. Dann, also gerade bei Leveln, die einem wirklich Spaß gemacht haben. Wovon es überraschenderweise tatsächlich 1-2 gibt. Und nein, sie haben nichts mit Motion Controls zu tun. Sich dann aber komplett anguckt und auch noch ein kleines bisschen intensiver. Wobei ich da sehr wahrscheinlich. Also gerade in den Motion. Kann ich die eigentlich auch irgendwie umbringen? Achso, danke. In den Motion Controls. In den Motion Controls Galaxien kann ich da vermutlich so im Voraus schon ganz gut drauf verzichten. Also das. Das muss nicht zwingend sein, sagen wir mal so. Werde ich das schaffen? Das ist ja fantastisch. Das ist immer, wie toll weit der springen kann. Das Ding ist, ich neige im Moment noch dazu, die ganzen Extra-Leben einzusammeln.
Das Problem ist nur, dass ich da natürlich jetzt gerade am Anfang in den ersten Galaxien vermutlich oder hoffentlich nicht so viel von haben werde. Es sei denn, es ist jetzt jeder zweite Stern über irgendeinem Loch. Das wäre natürlich grausam. Also für mich jetzt. Fahr hoch, fahr schneller, ja Gott nochmal. Höher, schneller, weiter. Damals als... kennt man Sabrina Settler noch? Ich habe keine Ahnung. Schwester, Schwester, für mich bist du wie Sahnetorte. Das ist ein literarisches Meisterwerk von, keine Ahnung, wahrscheinlich Moses Pelham oder so ein Scheiß. Den ich, Wie denn? Muss ich da so machen? Nee, auch nicht. Weil, stopp. Nein. Dich bringe ich jetzt erstmal um, mein Freund. Du wirst mir nämlich sonst vermutlich das ein oder andere Problem noch bereiten. Und das ist wahrscheinlich das, was zu tun ist, oder? Also so und dann, ja. Sehr schön. Es ist so cool, dass man dann so ein paar Moves auch auspacken muss, Mann. Also ich meine, ich habe zwar keine. Abgesehen davon, dass Mick Jagger mich natürlich kopiert. Daher die berühmt-berüchtigten Moves like Jagger. Die sind logischerweise aus Let's Crotz Videos. Also den muss man jetzt auch mal nüchtern betrachten. Was für Granden der Unterhaltungsindustrie hier schon quasi angesprochen worden sind heute. Der Rabinator unter anderem, Rabigramme. Hat der bis zum Ende noch Rabigramme gemacht? Ich gebe zu, dass ich am Ende wenig TV Total geguckt habe. Machen wir das jetzt? Habe ich gerade Grünstern 3 gemacht. Das heißt, ich bin an Grünstern 2 vorbeigelaufen. Und das beunruhigt mich jetzt. Und das beunruhigt mich jetzt sogar zutiefst. Dass ich also jedenfalls weniger Rabigramme... Was? Moment, ich glaube, ich habe ihn gerade im Augenwinkel gesehen. Ich glaube, ich habe ihn gerade im Augenwinkel gesehen, und zwar am Rand von diesem Vulkan da. Ich meine, da hat gerade irgendwas grün geschimmert. Oh, ich hoffe. Ich hoffe. Da ist er, okay. Nur die Frage, wie zur Hölle kommen wir da hin? Wie in aller Welt werden wir an diese Stelle kommen? Ich kann mich nicht daran erinnern, da jemals gewesen zu sein. Kann ich den jetzt hier direkt umringen? Das wäre... Nein, so nicht. Mr. Luigi-Inton. Der natürlich schuld ist, im Gegensatz zu mir, logischerweise, weil Spiel. So, dafür Münzen. Und ein Starbit. Das ist von nicht zu unterschätzender Bewandtnis. Meine Damen und Herren. Der Stefan Raab übrigens auch da und gesagt, womit er natürlich genauso wie Mick Jagger mich logischerweise kopiert hat. Also, ist klar. Ja, also, ich meine, normalerweise würde ich denken, man muss das ja gar nicht mehr dazu sagen. Wie werden wir da hinkommen? Wie werden wir da hinkommen? Das ist, wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, dass man erstmal da hoch muss. Du machst da schön dein... Na, warum? Eigentlich hatte ich dich ausgeladen, sogar offiziell, aber das interessiert scheinbar hier auch keinen mehr. Moment, vielleicht kann ich da einfach lang. Nee, warte mal, stopp, du kommst... Nein. Komm her. Wir haben zu tun. Wir haben einen wichtigen Job zu tun. So, und zwar... Oh, das ist mir jetzt aber nicht sonderlich angenehm, der Sprung. Aber es hat funktioniert. Das ist schön versteckt. Das ist solche kleinen Einbuchtungen. Ohne Scheiß. Ziemlich cool. Ich meine, das sind natürlich jetzt nur die ersten beiden Level gewesen des Spiels. Deswegen rechne ich mal damit, dass auch die Grünsterne noch ein kleines bisschen schwieriger werden als das, was wir bis jetzt hatten. Und ich denke auch nicht, dass wir jetzt in jedem Video 6 davon irgendwie schaffen. Aber für einen Anfang ist das ja gar nicht so schlecht. Wir haben 2 Galaxien abgeschlossen. Wir kriegen jetzt einen neuen Toad zu Gesicht. Also besser wird's nicht. Ein Drittel der Sachen sind erst fertig. Aber auf der anderen Seite haben wir halt auch erst 2 Galaxien von den, keine Ahnung, wie viele Welten sind das? 7 mal 8 oder so? Haben wir dann auch noch vor uns, ne? Also, beziehungsweise erst gemacht, ja, ich möchte gerne darauf zugreifen, damit du ein neues Kostüm kriegst. Weil ich ein so sozialer Typ bin. Weißt du, ich helfe dir ja. Was natürlich am Ende nur dazu führen wird, dass ich dir die Sachen auch wieder wegnehme und du dann wieder der arme kleine Toad ohne alles bist, aber... Ja, schau mal, ich habe das hier im Lager gefunden. Wäre das nicht was für dich? Ja, super. Ein One-Up, das ich nicht gebrauchen kann, weil ich gleich wieder das Spiel schließe. Jemand könnte mir die Blabla... Moment, kriegt der bei 3000 keinen? Es ist die größte Enttäuschung meines Lebens vermutlich. Und dafür, meine Damen und Herren, bitte like meinen Kaputtkloppen in den Kommentaren. Hör mal. Wie viele grüne Sterne werden wir wohl am Ende im Schnitt pro Video bekommen? Ich denke mal nicht, dass es bei 6 bleibt, aber... wir werden sehen. Und wie toll ist eigentlich Luigi, Alter? Wer von euch... Jetzt mal ohne Scheiß. Wer von den beiden ist euer Lieblingscharakter? Ich meine, die meisten... Ich will nichts sagen. Also, wer von den beiden ist der Lieblingscharakter? Vielen lieben Dank, dass du da wartet, offiziell winkenderweise, wie immer. Bis zum nächsten Video. Yeah, liebe Leute. Tschüss.